Halloali und herzlich willkommen. Ich werde heute eine Tomatensuppe im Crockpot kochen, eine gelbe Tomatensuppe. Ja, die ist geschmacklich der roten sehr ähnlich, sie ist nur etwas feinwürziger und fruchtiger und vor allen Dingen, sie sieht einfach auch mal anders aus. Ich nehme heute keine frischen Tomaten, ich nehme heute Tomaten aus der Dose. Wenn man keine gelben Tomaten aus der Dose bekommt, dann kann man natürlich auch rote nehmen. Eine Dose hat hier in dem Fall 400 Gramm Gesamtgewicht. Dann kommt noch eine Zwiebel mit dran, die werde ich ein bisschen hacken oder schneiden. Eine Knoblauchzehe, eine Büchse rotes Tomatenmark, gelbes gibt es leider nicht. Und das ist immer ganz schön, es gibt auch noch ein bisschen mehr Farbe, was ganz angenehm ist. Dann 300 Milliliter Schlagsahne, Pfeffer und Salz natürlich. Dann kommt noch ein wenig Sherry rein. Der sollte weiß und trocken sein. Dann habe ich hier vorne noch ein paar Gewürze. Das heißt, da ist einmal Thymian, frischer Thymian und etwas getrocknetes Oregano. Und nochmal Zucker und zum Dekorieren natürlich nachher auch nochmal ein bisschen Basilikum. Und dann habe ich hier hinten nochmal 250 Milliliter Gemüsebrühe. Das ist eine hefefreie Bio-Gemüsebrühe. Ja, ich werde das Ganze jetzt ein bisschen vorbereiten. Das heißt, die Dosen öffnen und einfüllen. Als erstes gebe ich dann die Zwiebelchen in den Topf rein. Und den Knoblauch dazu. Ja, ich habe das beides ganz grob nur geschnitten. Jetzt kommen die Tomaten. Dann kommt das Tomatenmark. Die Kräuter. Ich nehme jetzt hier zum einen trockene, zum anderen Teil frische. Man kann wirklich beim Crockpot kochen durchaus Trockenkräuter benutzen und muss das nicht unbedingt mit frischen machen. Die sind wirklich hervorragend dafür geeignet und geben ein sehr gutes Aroma ab. Dann gieße ich das Ganze jetzt mit der Brühe auf. Und werde in meinem Fall jetzt mit dem Holzlöffel noch mal so ein bisschen die Tomaten klein machen. Dann gebe ich noch ein bisschen Salz dazu, ein wenig Pfeffer und dann noch mal so ein halbes Gläschen vom Sherry. Ja, das muss man nicht machen, man kann es aber. So, das war's dann jetzt auch schon. Deckel drauf. Auf 1 gestellt und heute Abend sehen wir uns dann wieder, wenn die Suppe fertig ist. Ich lasse jetzt 8 Stunden auf Stufe 1 garen. So, das Süppchen hatte jetzt also rund 8 Stunden Zeit vor sich hin zu köcheln. Ich nehme jetzt mal den Deckel ab. Die Flüssigkeit, die sich da jetzt gefangen hat, die muss man nicht unbedingt wieder reingeben, zumal ja auch gleich nochmal durch die Sahneflüssigkeit dazu kommt. Ja, man sieht so ein bisschen am Rand, das ist hier noch ganz gut zu erkennen, dass es so ein klein wenig köchelt. Das ist also durchaus normal. Manchmal ist es auch so, dass der Topf dann einfach zu weit drüben steht, an der Wand dran steht, dann zieht man so ein bisschen nach vorne. Da kriegt man aber mit der Zeit auch ein Gefühl dafür. Ich werde jetzt hier nochmal das Ganze mit einem Pürierstab gut durchziehen. So, soweit ist das Ganze jetzt erstmal gut püriert. Den Schaum, den werde ich jetzt hier noch ein klein wenig abschöpfen. Und dann gebe ich noch was von der Sahne dazu. Das muss jetzt auch nicht unbedingt alles sein. Ich hatte jetzt hier 300 Milliliter. Ja, ich probiere es erstmal so mit guter Hälfte. Und das ziehe ich dann auch noch einmal gut mit dem Pürierstab durch. So, jetzt ist die Suppe dann auch gut püriert. Ich werde sie jetzt gleich nochmal abschmecken. Mit Pfeffer und Salz, eventuell sogar noch ein klein wenig Zucker dazu geben. Und dann lasse ich sie jetzt noch ohne Deckel eine halbe, dreiviertel Stunde so ein bisschen einkochen, damit auch so der letzte Alkohol oder überhaupt der Alkohol vom Sherry noch so ein bisschen verdampfen kann. So, dann ist es jetzt soweit. Es kann angerichtet werden. Ich habe mir hier schon mal ein Tellerchen vorbereitet. Da lege ich immer noch 2 Scheiben frisch geröstetes, möglichst noch warmes Brot dazu. Noch so ein paar Mozzarella-Kügelchen und ein bisschen Basilikum. Und hier unten im Schiffchen liegt dann auch nochmal mein Mozzarella-Spieß mit Basilikum. Ich werde dann auftun. Ich habe im Übrigen nochmal insgesamt 2 Esslöffel Zucker dazu getan. Obwohl es heute gelben Tomaten waren, fand ich die Säure etwas zu dominant und habe sie mit dem Zucker ein bisschen runtergedrückt. So. Das ist wirklich total lecker. Gut, so ganz gelb ist sie vielleicht nicht. Ich sehe es ja ein. Aber es ist zumindest von gelben Tomaten. Dann lege ich hier noch meinen Mozzarella Basilikumspießchen drauf, gebe da dann noch ein bisschen guten Essig. Ich habe hier einen Balsam-Dattel-Essig, der ist sehr, sehr lecker. Ja, das kann ruhig ein bisschen hier so rüberlaufen, ein bisschen runterlaufen. Das passt sehr gut. Und dann noch ein paar Löffelchen vom besten Olivenöl, was man im Haus hat. Auch über die Kügelchen rübergeben, ein bisschen über das Basilikum rübergeben. Und es darf auf alle Fälle auch gut in die Suppe laufen. Ja, ich habe bis jetzt ja noch kein Öl daran gemacht. Das ist aber durchaus wichtig,
damit man auch Vitamine aufnehmen kann. Jetzt gebe ich hier noch mal ein klein wenig Pfeffer in die Mitte. Und dann bringe ich das so auf den Tisch. Das ist wirklich eine ganz leckere Suppe, ganz angenehm fruchtig und ist relativ einfach gemacht, zumindest mit dem Crockpot. Dauert halt insgesamt so rund 8 Stunden, aber wirklich, man kann das Gerät tatsächlich auch alleine lassen, wenn man arbeiten geht oder weiß, man ist 10 Stunden aus dem Haus, dann macht man das mit einer Zeitschaltuhr nochmal dazwischen und kann das genau steuern, wann es angeht und lässt es so lange laufen, bis zu dem Zeitpunkt, wo man weiß, man kommt nach Hause. Ja, ich wünsche viel Spaß beim eventuellen Nachkochen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen und sag mal bis bald und tschüss.